geschossen ist verschossen. Na denn. Dann brauchen wir noch ein paar mehr Pfeile. Subgothic 3, oh Gott, ja. Das ist so, das sind so Sachen, die ist man heute schon so verwöhnt, gewöhnt. Jetzt red mit mir, hör auf zu saufen. Zeig mir deine Ware. So, er hat 215. Gucken, wie viel können wir denn aufbringen? Die Kohle. So, Knüppel. Was brauchen wir? Rüstung haben wir nicht. Tränke brauchen wir. Was haben wir hier noch? Wanzenfleisch. Kann man kochen, brauchen wir. Dann setzt der Erz hin. Erz kann man nachher ja schürfen, so viel man lustig ist. Naja, so viel wie man lustig ist nicht, aber ja, brauchst du Erz einiges. Noch für ja, du brauchst Erz hier für alles, aber du kriegst halt auch immer wieder Erz. Ich kann okay. mir auch Sachen verkaufen und Erz dafür nehmen, das ist ja, ne? Echt? So, Bier. Weg. Wein. Weg. Äpfel. Weg. Suppe behalten. Wasser behalten. Reis. Weg. Minecraft-Suppe. Ja. Wein. Weg. So, da haben wir jetzt 49. Da kann man noch ein paar Pfeile von kaufen wahrscheinlich, ne? Ja, 49. Und wer jetzt mit dem Kopf nickt. Das Bier wirst du behalten. Da findet man bestimmt noch mehr von, oder? Zu viel. Das gute Bier. Information? Ich habe damit niemals Informationen geholt. Oh, wir werden gehostet von Billy! Dankeschön. Wir machen aber gleich sowieso Feierabend. Es ist nach 11 Uhr. Das stimmt. Also sehr lohnenswertig ist es. Schöne Begrüßung an alle. Sehr lohnen tut sich das jetzt ja nicht. Ach ja, das ist trotzdem eine nette Geste. Ja, das zweifle ich auch gar nicht an. Ja, von diesen 14 sind 4 geblieben. Nö. Kannst mal sehen, wie qualitätslos wir sind. Da gehen einfach ja, mal. Am Anfang waren wir auch wesentlich qualitätsloser. Ja. Haben allerdings von Brüsten und von Eiweiß und alles Mögliche erzählt und das hat die Leute doch irgendwie hier gehalten. Das Tool ist gebackt. Na denn. Hallöchen, Yoshi. So, da sind noch 10 Leute. Das ist doch geil. Die Welt sieht mich, das ist doch schön. Noch ein Scavenger. Jetzt will ich mal Pfeil und Bogen ausprobieren und schleichen dabei. Toll, schleichen kann er. Wurde von einem Huhn gesichtet. Wie schlecht muss man im Schleichen sein, um von einem Huhn gesehen zu werden? Da, 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 da. Hä, auf Hitbox? Ich. Ich bin auf Twitch und auf Hitbox. Stimmt, ich auch. Quasi. Daneben. Daneben. Getroffen. Achso, wer von uns beiden ist, ist er. Ich bin nur dabei. Ich bin wow. Beiwerk. 5 Pfeile, wovon nur 2 getroffen haben. Das ist nicht mal schlecht. Ja, du bist unschmückendes Beiwerk. Unschmückend? Ja. Das war ein wenig verletzt. Nur ein wenig? Oh Mist. Ich werd schlechter. Da. Es ist Nacht, man muss schleichen. Tschüss, Jenny. So, Ziel. Bye bye. Die Assassinen der Tierwelt. Ja, Link kann davon echt eine ganze Bücher schreiben. Wechsel die Waffe, du Vollidiot. Jetzt wechsel deine scheiß Waffe und hör auf zu schleichen. Meine Güte. Wie dumm kann man sein?
Echt? Ich klopp ja auf die 1 rauf und er macht nichts. Nichts. Er steht da und denkt sich, oh, wieso? Nahkampf mit dem Bogen macht doch voll Sinn. Kann Legolas auch. Ja. Legolas ist ja auch ein scheiß Elb. Bin ich ein Elb? Nein. Ich bin ein doofer Mensch, der zu doof war, um der Staatsgewalt aus dem Weg zu gehen. Und deswegen in diesem verdammten Loch gefangen ist. So, bevor wir jetzt weiter Pfeile verschwenden, gehe ich das Ding jetzt einfach mal mit der Axt an. Zack, 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 tot, erster, nächster, komm her. Nix da. So, Stufe! Ich bin zu gut für dieses Spiel. Genau. So, jetzt gehen wir noch in diese Höhle rein und danach ist Feierabend. Was? Quark? Quark. Genau, Quark. Was auch immer du Quark nennst, aber Quark. Was also mit Quark? Keine Ahnung, Quark. Kartoffeln mit Quark. Ah, nee. Eier mit Quark. Ja. Okay, das ist eine merkwürdige Geschmacksrichtung. So, Tür. Öffne diese Tür. Sehr intensiv anstarren. Passiert nichts. So, ja, jetzt kann ich dich auf Hitbox. Kann ich viel schneller lesen. Passiert nichts, ich kann diese Tür nicht öffnen. Vielleicht ist das irgendein ein Quest-Hub. Ich brauche wahrscheinlich einen Dietrich. Und dieses Spiel sagt mir einfach nur nicht, du brauchst einen Dietrich dafür. Nein, dieses Spiel sagt einfach nur, geht nicht, ich mach da jetzt nichts. Ist gerade nicht da, guck mal, was in seiner Truhe drin ist. Ein Dietrich. Zwei Bier. Eine Fackel. Ein Wolfsfell. Zähne. 4 Stück sogar. Und sein Schlüssel. Mal eben Kavalon bestohlen. Gleich mit dem, was er mir uns beigebracht hat. Hey. Er ist so stolz auf uns. Genau. Ich darf jetzt nicht aufhören, bis ich in dieser verdammten Höhle war. So. Falls er doch mal, falls er es doch rauskriegt. Jetzt zuckt er mit den Schultern. Jetzt mach das! Jetzt mach das! Du Sack! Da ist sogar ein Bogen drin. Ich hätte keinen scheiß Bogen kaufen müssen. Okay, die muss man aufbrechen. Das machen wir gleich. Geht einfach so auf. Noch ein Dietrich. Yay. Verdammte Scheiße. Die sind gerade verdammten Bogen nicht kaufen müssen. Das ist eine Geldverschwendung. Bier. Eine Spruchrolle. Für welchen Spruch? Das bin ich jetzt mal. Magie. Licht. Ganz toll. Kannst du eigentlich lernen oder ist die Rolle dann weg? Ne, die Rolle ist weg. Wenn ich sie benutze, ist die verbraucht. Okay, aber du kannst nicht lernen. Nee. Schade. Auch nicht als Magier? Das ist sogar genau der gleiche Bogen, ein Kurzbogen. Nee, auch nicht als Magier. Als Magier kannst du natürlich Sprüche lernen, also Runen, glaube ich, benutzen. Die sind dann dauerhaft. Die kannst du immer wieder benutzen, mit Mana, aber Spruchrollen sind einmal verwenden, dann sind sie weg. Meine rechte Hand tut langsam weh, so ein scheiß Maus geklickt. Da mache ich hier sogar nicht, gar nicht so viel. So, Truhe knacken. Das Schönste an den ganzen Gothic-Spielen. Schlösser knacken. Das war's schon mal nicht. Links? Nein. Laden. Abgebrochen. Ja, jetzt versucht man sich nämlich so lange durch, bis man die Kombination kennt. Und dann also links, rechts. Das war jetzt einfach. Feuerpfeil. Cool. Nochmal 7 Pfeile. 62 Erz.
Ja, das hat sich gelohnt. Es gibt bestimmte Tasten, womit man alles auf einmal nehmen kann, aber ich kenne sie nicht, deswegen klicke ich mich jetzt einfach komplett stumpf da durch. Ups. Noch ein Dietrich. Geil. Das hat sich doch jetzt echt gelohnt, wie du es schon gesagt hast. So, jetzt steht natürlich wahrscheinlich der Typ vor der Tür und haut uns erstmal nieder. Nee. Hat es überhaupt nicht gemerkt, der Depp. Höhö. Was haben wir denn an Waffen? Schaden, 20 Minuten Stärke. Alt ist 10 auf einmal. Alter! Du kennst dich aus. Was ist gerade erst noch gespielt, dass es alles so frisch ist, oder was? Jetzt müssen wir Originalsteuerung. Ich habe auf Alt springen. Ich klicke mich da einfach wild durch. Dann komme ich klar. Es fehlen 10 Stärkepunkte. No. So, 38 Pfeile. Jede Menge Erz. Kavalorn ist nicht sauer auf uns. Glaube ich zumindest. Vor ein paar Monaten, alles klar. Ja, doch. Grandios. Das hat nichts gemerkt, der Typ. Voll geil. Hat sich doch gelohnt. Das ist ein super Moment, um für heute Feierabend zu machen. Da kann man nächstes Mal nämlich voll mit der Story durchstarten. Ja. Ne? Ja, ich habe die auch früher immer sehr gerne gespielt, aber es ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsspielreihe. Dafür hat es dann in Teil 3 zu sehr abgebaut und Teil 1 ist mir zu kompliziert mit der Steuerung gewesen, bis ich entdeckt habe, man kann die ja umstellen. Und Teil 2 habe ich öfters gespielt. Da habe ich, wie gesagt, immer noch irgendwo in einem meiner Ordner, die ich hier stehen habe, habe ich immer noch die mehreren selbstgeschriebenen Seiten mit allen Truhenkombinationen von der ganzen Insel. Also samt Name und wo das zu finden ist. Hat nicht viel gefehlt, wenn ich zeichnen könnte, hätte ich damals eine Karte dafür gezeichnet noch. Ich kann nicht zeichnen, also habe ich es einfach nur hingeschrieben. Aber die habe ich auch noch irgendwo, die ganzen Kombinationen. Das ist war halt, bevor das Internet so weit war, dass man sowas sofort mal finden konnte. Ich meine, jetzt, wenn du Infos jetzt über ein Spiel suchst, dann gibst du das einmal ein, schon hast du 10 verschiedene Profi-Seiten von Journalisten, die das komplette Spiel erklären und wie was geht und alles verraten. Du kannst dir ein komplettes Spiel durchspoilern und alles wissen, bevor du das Spiel überhaupt angerührt hast. Hasse ich. Das stimmt. Also wenn Leute machen wollen, denen das Spaß macht, sollen sie es tun, aber ich persönlich hasse das. Du suchst irgendeine bestimmte Sache, wie jetzt zum Beispiel ich in Witcher 3 mit dem Kochen von Zutaten. Und bevor ich auf irgendeine Forenseite gekommen bin, die mir gesagt, wo Leute darüber diskutiert haben, ob das geht oder nicht, hatte ich verschiedene journalistische hochwertige, also nicht hochwertige Seiten, aber halt, ne, irgendwie solche Journalisten, die mir halt hingeschrieben haben, wie alles Mögliche funktioniert und auch darunter damit spoilern unter anderem. Und irgendwo war dann halt vermerkt, dass man nicht kochen kann oder dass noch keiner weiß, wie kochen geht. Irgendwo dazwischen. Das hat mir Google sofort angezeigt. Ich habe nur da sitzen und dachte so, Leute, ich kann das jetzt hier nicht durchlesen, um irgendwie zum Kochen zu kommen, weil ihr mich bereits 2 Seiten vorher mit allen möglichen Scheiß voll spoilert. Geht nicht. Wie kann man sowas Spielejournalismus nennen? So kein Spielejournalismus. Spielejournalismus ist, das Spiel ist geil, kauf's dir. Das Spiel ist scheiße, Finger weg. Jo. Vereinfacht ausgedrückt. Ne? Schöne Grafik, aber scheiß Story. Wer's mag. Schöne Story, scheiß Grafik. Ne? So, mehr sollte Spieljournalismus nicht tun. Die sollten einem nicht erklären, wie ein Spiel. Sollten eigentlich über das Spiel spoilern. Dafür gibt's andere Seiten. Da gibt's komplett Lösungen für zu kaufen. Schön, gutes richtig. Ende. Erstmal schön auf den Spieljournalismus, auf den modernen geschimpft. Das ist doch super. Somit macht man sich immer Freunde. Also es gibt guten Spieljournalismus immer noch, aber so ein paar Seiten, vor allem ganz viel auf englischsprachig, die habe ich einfach gefressen. Die sehe ich einfach nur in Google-Anzeigen und denke mir, da guckst du gar nicht drauf. Ist nur scheiße. So, denn, also, hat mir wieder tierischen Spaß gemacht. Alex. Ja, ich. Du solltest in diesem Segment vielleicht auch nochmal etwas auftauchen. Genau. Das stimmt. Wie kannst du das sagen, Happy Yoshi? Du warst auch die meiste Zeit gar nicht dabei. Wegen meiner Grippe habe ich jetzt eben ein wenig abgebaut, weil ich hier nur von meinen Medikamenten aufrechterhalten werden.
vielleicht warst du deswegen so. Egal, das ist die Einstellung. Ja, ich weiß. Ich wurde auch eben schon so, du musst. Ja, nein, ich habe hier extra eine laut und leise Taste, wo ich mich immer muten kann, wenn ich hier husten muss. Und am Ach, deswegen hat man davon nichts gehört. Ja, richtig. Mich schon gewundert. Nee, ich hab immer hin und her geschaltet. Zum Glück Leute Klamotten gewaschen. Ja, ich weiß. Also es war eigentlich ganz gut. Es war super witzig. Wir hatten am Anfang mehr Spaß. Wie gesagt, zum Schluss hab ich jetzt eben abgekackt, weil ich... Ja, macht ja nichts. Halt gesundheitlich so angeschlagen bin. Ich sterbe und so weiter. Alte Männer halt. Ja, richtig. Am Anfang waren noch meine Vitamine da, aber jetzt ist es 23 Uhr. Alte Männer haben diese Zeit im Bett zu sein, sonst... Ich wollte gerade sagen, du musst jetzt langsam ins Bett gehen, damit du dann vier Stunden wieder aufstehen kannst. Ich früh genug auf, um über die Jugend zu schimpfen. Damit du in vier Stunden wieder aufstehen kannst, pinkeln gehst und dann durchs Haus wanderst. Richtig. Alles klar. Na denn, mal gucken, normalerweise ist ja Rüdiger dabei. Wir gucken mal, vielleicht ist, mal gucken, wie lange der eigentlich jetzt noch weg ist. Ich weiß gar nicht, warum der... Ja, ich werde ihn frohen Mutes betreten. Genau. schauen wir mal. Hat auf jeden Fall tierischen Spaß gemacht. Müssen wir wieder machen. Jo. Nö. Alles klar. Denn, würde ich mal sagen, ich muss jetzt irgendwie hier raustappen. Das heißt also, ihr werdet kurz meinen privaten Desktop sehen. Oh nein! Da sind ein paar wissenschaftliche Texte drauf gespeichert. Vielleicht kann man dadurch, wenn ihr davon einen Screenshot macht, könnt ihr vielleicht erraten, was ich momentan studiere. Oder auch nicht. Dann würde ich sagen, einen wunderschönen Abend euch allen noch, die ihr noch nicht ins Bett gehen wollt, im Gegensatz zu mir. Ja, ich werde auch nicht sofort ins Bett gehen, ich werde wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen Witcher 3 zocken, aber oder Fallout 4, ich muss mich noch entscheiden. Aber erstmal gehe ich eine rauchen. Ich verabscheue mich auch, ich werde eher gucken, was die Medikamentenkiste noch sagt. Hoffentlich viel. Ach nee, so viel ist da nicht. Naja, genug für dich. Hoffentlich. Genug für mich. Ne? Für ihn muss es reichen. Gut, genau. Gute Nacht und genau eine gute Besserung. Das sollte ich vielleicht auch noch wünschen. Das wäre freundlich von mir. Ja, eigentlich zu freundlich. Aber vielen Dank. Alles klar. Dann einen schönen Abend noch. Und Ich suche jetzt meine Maus. Da ist meine Maus. Denn. Tschüss.